tief im Keller der Firma öffnete, schlug ihm kühle, nach Elektronik riechende Luft entgegen. Fahles Neonlicht flammte auf. Lautes Brummen einer Klimaanlage verdrängte alle anderen Geräusche. Eine gespannte Erregung erfasste ihn. Rechts und links des Hauptganges türmten sich bis unter die Decke Schränke mit Computern, Festplattenracks und Netzwerkkomponenten. Nervenstränge aus dicken Kabeln wandten sich hin und her. Ein paar Minuten gönnte er sich und ließ die Ästhetik kühler Effizienz auf sich wirken. »Dies ist jetzt mein Reich«, murmelte er zufrieden. Später saß er in seinem Büro und arbeitete sich in die Konfigurationen der Server ein. Als er aufschaute, stand plötzlich ein älterer, schlaksig wirkender Mann in der Tür und beobachtete ihn. »Moin, ich bin Peter, du bist wohl der Neue.« Ohne auf ihn hereinzuwarten, setzte er sich fröhlich auf den Stuhl vor den Schreibtisch. »Ja, ich bin Michael, ich habe heute angefangen. Ich werde mich zukünftig um die Infrastruktur der Server kümmern.« Sein Gegenüber betrachtete ihn neugierig. »Na dann mal herzlich willkommen. Langweilig wird es dir bestimmt nicht werden. Wir sind noch mitten im Update unserer Datenbankserver. Da läuft noch lange nicht alles wieder rund.« Michael lehnte sich zurück und erklärte souverän, dass er ja genau dafür eingestellt worden sei. Sein Gegenüber hörte sich still nickend den Vortrag über seine bisherigen Tätigkeiten und Erfahrungen an. Sie unterhielten sich noch kurz, doch dann musste sein Besuch weiter. Später, in der Kaffeepause, lernte Michael seine anderen Kollegen kennen. Peter war nicht mehr zu sehen. »Was genau macht Peter eigentlich?«, fragte er ihren Webdesigner Anton. Dieser schwieg einen Moment. Was macht er? Eigentlich ist er schon seit ein paar Jahren in Rente. Er hat das System vor über 20 Jahren aufgebaut. Er ist so ein alter Kauz, der noch aus der Zeit der Lochkarten stammt. Er kommt immer dann vorbei, wenn es in den alten Systemkernen Probleme gibt, die sonst keiner mehr versteht. Wir hoffen eigentlich, dass du dich da einarbeitest.« Ach, so war das. Langsam fing er an zu verstehen. Das hatte man ihm im Vorstellungsgespräch natürlich nicht so klar gesagt. Die Firma verstand also ihr eigenes System nicht mehr. Er atmete tief durch und machte sich einen Vermerk, sein Gehalt nachzuverhandeln, sobald er Ordnung in das Chaos gebracht hätte. Die nächsten Wochen waren relativ ruhig und er arbeitete sich tiefer in das System ein. Doch er stieß immer wieder auf Strukturen, die er mit dem besten Willen nicht verstand. Es waren alte Systemroutinen, die noch aus der ganz frühen Anfangszeit stammen mussten. Mal wurde hier ein Programm gerufen, was ihm vollkommen sinnlos erschien, und dann fehlten an anderer Stelle fundamentale Dinge. Doch jeder Versuch einzugreifen und für Ordnung zu sorgen, führte unweigerlich zu Abstürzen, sodass er seine Änderungen schnell wieder rückgängig machte. Es war, als wenn es eine Barriere gab, bis zu der er das System...